Die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr ist um 0,8 Prozentpunkte gesunken. Damit wird die niedrigste Mai-Arbeitslosenquote seit 23 Jahren erreicht. Die Arbeitslosenquote geht immer weiter zurück. Wir haben eine sehr positive Entwicklung, übrigens nicht nur in der Stadt Cottbus, sondern in allen Landkreisen hier im Süden des Landes. Die Entwicklung ist noch positiver als im Land Brandenburg insgesamt und deutlich positiver als im Bund. Wir haben natürlich schon auch noch höheren Nachholbedarf. 10% Arbeitslosigkeit bedeutet, jeder Zehnte, der eigentlich arbeiten möchte, kann nicht arbeiten, weil es kein adäquates Angebot gibt. Also von daher ist nicht alles schick und schön, aber die Entwicklung, die ist sehr positiv. Auch der gute Trend bei der jüngeren Generation hält an. Denn auch die Jugendarbeitslosigkeit ist weiterhin rückläufig. So meldeten sich im Vergleich zum Vorjahr 500 Jugendliche weniger als arbeitssuchend. Wir haben so viele Ausbildungsstellen, wir haben so viele Arbeitsstellen. Eigentlich dürfte es so etwas wie Jugendarbeitslosigkeit überhaupt nicht geben. Aber es gibt natürlich schon auch den einen oder anderen, der nicht so zu 100% möchte. Es gibt den einen oder anderen, der nicht so richtig kann. Wir sind dabei, die Jobcenter und die Arbeitsagentur, diese jungen Menschen fit zu machen. Das stößt im Augenblick noch an Grenzen, aber das ist unser geschäftspolitischer Schwerpunkt. Es kann nicht angehen, dass junge Menschen in die Arbeitswelt treten mit Arbeitslosigkeit. 3.300 Arbeitsstellen sind derzeit verfügbar. Vor allem in der Gastronomie, im Verkauf und in der Bauelektrik werden dringend Mitarbeiter gesucht. Gute Chancen haben auch alle Schulabgänger. Rund 3.000 Ausbildungsstellen wurden der Agentur für Arbeit gemeldet. Doch auf die freien Plätze fallen nur ca. 2.900 Bewerber. Ich glaube, dass unsere Firmen erkannt haben, dass sie für die Zukunft Nachwuchs brauchen, Fachkräftenachwuchs brauchen. Und die eigene Ausbildung ist immer noch das sicherste Mittel, diesen Nachwuchs zu bekommen. Und ist einfach auch der demografischen Entwicklung geschuldet. Viele ältere Kollegen gehen so langsam in den Ruhestand und deswegen brauchen die Firmen eben Nachwuchs. Die beliebtesten Ausbildungsstellen sind im Bereich Einzelhandel, Gastronomie und Mechatronik. Zeitgleich sind hier auch noch genügend freie Plätze verfügbar. Unentschlossene Schulabgänger sollten sich deshalb so schnell wie möglich bei der Agentur für Arbeit melden.